Was mich jetzt nochmal zu der Frage führt, und vielleicht können wir da dann langsam zum Ende kommen, weil das eigentlich sehr schön den Kreis jetzt wieder schließt, ne? Du hattest ja angefangen zu sagen, christliche Perspektiven können auch für Nichtchristen, für Nichtreligiöse Anstöße geben. Welche Anstöße aus theologischen, spirituellen Traditionen hältst du jetzt nochmal für besonders produktiv, um sie in den Diskurs einzubringen? Aber jetzt in unserem Kontext fragen wir uns natürlich auch immer besonders, was können wir denn in Religionsunterricht einbringen? Was kann in religiöser Bildung an der öffentlichen Schule denn da den Kindern und Jugendlichen mitgegeben werden? Vielleicht hast du da noch irgendwelche Ideen oder Antworten drauf. Ich habe gerade ein paar Schüler aus der damaligen Zeit im Vikariat, als ich selber noch die Chance hatte zu unterrichten, im Kopf und gerade die Einheiten über Schöpfung. Und da kann man schon sehen, was geht und was nicht. Also das eine ist, ich will es aber allgemeiner fassen, das eine ist, die von dir zitierte Lehrerin folgt ja der richtigen Einsicht, dass man das Thema von woanders her anfangen muss als den klassischen Konfliktlinien. Wenn wir aber aus einer Ökonomie des Mangels in eine Ökonomie der Dankbarkeit ein paar Schritte machen könnten, die erste Mal da sagt, was haben wir denn alles? Nicht, was fehlt. Was haben wir alles? Natürlich sofort der Blick auch auf die, die weniger haben. Der ist damit verbunden. Aber jedenfalls nicht sozusagen aus dem Anspruch heraus, sondern aus dem, was ist da und was können wir mit dem, was wir haben, machen? Das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Frage. Ja? Das ist die Frage aber auch in der Ökonomie und Ökologie. Sind wir nicht eigentlich in einer Situation eines unglaublichen Reichtums? Also das ist für mich die grundlegende Schöpfungslaube ist für mich diese grundlegende Veränderung der Perspektive. Aus der Perspektive, ich lebe von dem, was ich nicht gemacht habe. Ich lebe von dem, was mir gegeben und geschenkt ist, was nicht perfekt ist, aber was Leben ermöglicht und eröffnet, mit der Perspektive sogar über die Brüche hinaus. Und zugleich lenkt christlicher Glaube ja eigentlich immer auch die Perspektive, den Fokus auf die Sinnfrage, ne? Was macht eigentlich Leben überhaupt sinnvoll oder was macht eigentlich gelingendes Leben aus? Und dass das eben nicht nur materielle Güter sind und immer mehr haben wollen, diese Steigerungslogik mitzuvollziehen. Wir haben ja auch sowas wie eine asketische Tradition, eine asketische Spiritualität, die immer darauf Wert gelegt hat, zu sagen, auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt, das wirklich zu leben, da brauche ich gar nicht so viel an Materiellem. Das wäre vielleicht ja auch so ein wichtiger Impuls. Die Asketik und die Aszetik liegen ja sehr nahe beieinander, nicht nur sprachlich. Wir Askese, da haben wir immer die Bilder des Verhärmten und Verzichten und so weiter im Blick. Das soll nach Auskunft des Neuen Testaments unser Herr Jesus auch nicht gewesen sein, Sondern er war eher ein Fresser und Weinsäufer. wie man ihm vorgeworfen hat, was allerdings verglichen mit heutigen Maßstäben doch auch noch ziemlich bescheiden ausgefallen sein dürfte. Aber jedenfalls dieses, da steckt auch drin eine Einübung in die Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ja? Materiell und nicht materiell. Damit etwas anzufangen, mit denen, ja, der Sinn oder das, was mein Leben sinnvoll macht, ist nicht etwas, was woanders liegt. Das ist immer unsere Perspektive. Muss ich erst noch erreichen. Wenn ich das habe, dann ist es so. Ja? Sondern ist jetzt auch da. Ja? Also eine Spiritualität der Dankbarkeit Ja. für das, was wir haben und womit wir leben können. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, ne? Ich danke dir ganz herzlich für Ja. dieses interessante Gespräch. Das war mir ein Und Vergnügen. das war's.